Das kann durchaus sein, wenn ich so drüber nachdenke. So, warte mal, teile ich mir den ganzen Schmonzen mal fix. Jo. Wobei ich dazu sagen muss, zweite Mission konnte ich dann nicht mehr beenden. Aber aufgrund eines Bugs. Okay. Weil ich bin gekommen bis zu der Stelle, wo du hier diese Flugdrohne oder diesen komischen Kampfpanzer da übernehmen sollst. Ja. So, und er sagt, stell dich davor, benutzt das Ding. Ich hatte die Fähigkeit aber nicht. Oh, Und ich okay. konnte sie auch nicht auswählen. Ich weiß nicht warum. Seltsam. Das ist eher seltsam, Stefan. Jo. Das Spiel ist noch gar nicht an bei dir. Was ist denn da los? Also doch. Echt? Ja. Warum bist du mir nicht angezeigt in der Liste? Bist du auch im Online-Modus? Er sagt gerade offline, sehe ich gerade. Mhm. Macht er bei mir nämlich auch. Wenn das Spiel startet, startet es als erstes irgendwie immer im Offline-Modus. Und danach erst im Online-Modus. Das ist komisch. Oh, ich darf nicht rülpsen. Ich habe das Gefühl, da rutscht gleich eine Zwiebel mit raus. Oh So. Gott! Keine Details, bitte. Fehlercode. Keine Verbindung zum Dienst möglich. Oh. Jetzt hast du es kaputt gemacht. Jo. Gleich mal sofort beim Radio anrufen. Die müssen mir eine Jacke kaufen. Ich habe das Wetter kaputt gemacht. Ja. Da bist du ja. So, Einladung ist raus. Ah, ich bin noch bei der Teilüberprüfung. Moment, dauert's noch. Das macht nichts. Nö, keine Verbindung, sagt er. Ich mache noch mal kurz Steam zu und wieder auf. Mach das. Oh. Ah, jetzt bin ich drin. Was Ja, denn oder jetzt? so. Jetzt bin ich wieder raus. Was ist das für ein Scheiß? Was denn jetzt? Wir machen jetzt hier nicht das Rein-Raus-Spielchen, Stefan. The old in-out, in-out. Annika, möchtest du einen Schluck Effekt? Ja. Kannst du das haben, bitte? Ja, ich steig jetzt auf Süppchen um. Da bist du ja, Jo. Stefan! Ich habe gerade verstanden, möchtest du noch einen Schluck Speck? Ein Schluck Speck, bitte. Nee, es ging um Effekt. Ah, Effekt, dieser Effekt. Energy Drink. Ja. Du bist jetzt im Spiel drin, das sehe ich jetzt richtig, ne? Da siehst du richtig. Das ist schön. Dann würde ich Guck auch sagen. nach, ob der Schwierigkeitsgrad noch stimmt. Nicht, dass es von mir übernommen wurde. Ich habe nämlich zuletzt auch da Hardcore gespielt. Ne, ist auch noch auf Söldner. Gut. Dann setzen wir die Story jetzt fort, richtig? Jo. Jo, sehr schön. So, ein Stückchen Süppchen. Durch den vermehrten Einsatz von Drohnen und Und ab Kampfrobotern muss jetzt. man immer weniger auf menschliche Infanterie zurückgreifen. Ja, nein, boah, ich hätte auch Bock auf eine Zigarre, ohne Witz. Vergessen. Wie ich schon sagte, zu diesem Zeitpunkt haben wir dazu nichts weiter zu sagen. Wir suchen weiter nach diplomatischen Verhandlungsmöglichkeiten. Awesome. Das WA leugnet, Truppen in die Region geschickt zu haben und Ist beharrt auf witzig, ich der finde diese Niederlage Zwischensequenzen gegenüber deutlich besser, weil jetzt fällt es nicht auf, wenn die mal Kriegssituation. ruckeln. Wir stimmen uns mit unseren Verbündeten ab, Ist nämlich um alle irgendwie, seitdem ich Vorrichtungen Call of Duty auf dem der PC spiele, immer ein zu Problem lassen. gewesen, dass die Zwischensequenzen immer mal so ein bisschen geruckelt Wie machen haben. wir das jetzt, Hendrix? 5 Jahre, Jetzt fällt es gar nicht auf. grob geschätzt. Könnte hinkommen. Denkst du je an das nächste Ziel? Nope. Du kennst mich. Ich lass mich bloß treiben. So. Hey, Hendrix. Wo sind wir nochmal? So. Ob unsere Einstellungen noch da Singapur. geblieben sind, wie wir sie gestern Einer meiner hinterlassen haben. Lieblingsorte. Abgesehen von denen, die ich tatsächlich mag. Wir haben einen Termin mit unserem neuen Ja, ich Verbindungsoffizier glaube schon. in der Nee, Quarantänezone. doch. Also meine Cyberkern-Einstellungen Das und so ist sind eine noch geblieben. CIA-Operation. Das ist ihr Unterschlupf. Ich überlege gerade, welches Visier ich benutzen soll. Biometrischer Objektanalysator. Das klingt Nehmen irgendwie wir voll an. gut. Klingt gut. Klingt gut. Ja, klingt total gut.
das endlich mal auch schön, dass man hier sich seine Waffen so ein bisschen komfortabler zusammenstellen kann vor jeder Mission. Ja, das stimmt. Das finde ich echt schön. Jetzt ist das mit den Zwiebeln schon besser, nachdem ich mal eben so eine halbe Flasche Mate weggeext habe. Ja, das ist schön. Das war gut. Wir können starten, wenn du soweit bist. Ich bin, ich bin total bereit. Alles klar. Ich war vorhin bei Dr. No und habe die Lizenz zum Töten geholt, jetzt legen wir los. Sehr gut. Das tun sie doch immer, Hendrix. Das müsstest du eigentlich wissen. Ich glaube, du entwickelst dich nur zu einem grantigen alten Mann. Achso, warte mal, jetzt kann ich noch meinen Cyberkern auswählen. Alles klar. Was, welchen kybernetischen Kern nimmst du denn, Stefan? Ich schau gerade. Ja. Dann können wir das so ein bisschen aufteilen. Ich tendiere zur Kontrolle. Du tendierst zur Kontrolle. Gut, obwohl dann, nahkampfbasiert klingt auch gut. Hm. Also ich würde dann Chaos nehmen. Ja komm, ich nehme Kontrolle. Alles klar. Das ist schön, dann kann man sich so ein bisschen jetzt hatten wir gerade Missionsinfos, über welche Distanzen wir kämpfen müssen. Hast du es gerade noch kurz gesehen? Nee, ich habe nur unsere beiden Burschen da weglatschen sehen. Okay, wurde ganz kurz eingeblendet. So eine kleine Missionsübersicht mit, ich glaube, irgendwie Kampfdistanz und irgendwie sowas stand da noch. Naja. Das Einzige, was relevant ist, kommt nach der Runde, der Buddy Count. Yes! Das Datenpaket erzählt die ganze traurige Geschichte. Eine Explosion in der alten Koalitionsanlage. Meine Brille ist dreckig, das ist jetzt schlecht, ne? Also wenn ich dir jetzt gleich in den Rücken schieße, Stefan, dann tut's mir leid. Das liegt an meiner Brille, die ist dreckig. Was ist hier so wichtig, dass die CIA ausgerechnet uns hinschickt? Die Immortals haben Verbindungen zur CDP und deren Verbündeten. Meist Waffen und... Aber zum Glück juckt das bei dem Spiel niemanden. Finde ich übrigens sehr komfortabel, dass man einfach schießen kann. Also ich zumindest. Jo. Ich habe bekanntlich einen sehr nervösen Zeigefinger. Ich nicht, ich schieße mal mit Absicht dahin. Ja, echt? Auf deine Teamkameraden oder was? Oh Mann. Ja, man muss ausprobieren, ob der klappt. Ich kann dir gar nicht sagen, wie gut das schmeckt. Nach dem ganzen Scheiß Fertigfraß schmeckt das nur himmlisch. Oh, ich sehe gerade, mein Schatten ist hier gerade mega schlecht aufgelöst. Lieber nicht. Komisch. Denn dann würde ich keinen echten Genuss mehr kennen. Ist es bei dir auch so, dass deine Schatten total grob aufgelöst sind? Okay. Na, vielleicht laden die gleich mal nach. Okay, dann auf ans Werk! Es ist serviert. Es ist serviert? In diesem gesetzlosen Sumpf können wir richtig gehend froh sein über unser ach so wichtiges Mandat. Ja, warte mal ganz kurz, Stefan. Ich muss wenn auch der kurz mit voller Kraft hier ankommt, haben wir es mit einem waschechten Orkan zu tun. Hier, nimm. Alles klar. Nicht, dass du noch weggeweht wirst. Natürlich, ja. Kane, wir stören die Kommunikationssysteme der 54 Immortals. Verstanden, Hendrix. Ihr müsst leider unterwegs einen kleinen Zwischenstopp machen. Die Immortals sind schon in der Geheimstation. Sie machen eine Ladung an den Docks. Ich habe jetzt gerade eine Knarre gehabt, die ich jetzt fangen gelassen habe. Wieso greifen die Immortals ein Elendsviertel an? Also. Da muss was sein, das sie haben wollen. Wenn sensible Daten wie komme ich denn jetzt nochmal an die Waffe, die ich gerade noch hatte, Stefan? Weiß auch nicht, ne? Bitte? Ich hatte doch gerade noch so eine... Die Wumme, die du jetzt hast. Aber ihr müsst rein und sie ja, empfangen. Genau. Verstanden. Sind auf dem Weg. Die 3 ist es nicht. Die 4, auf die 4 drücken. Alles klar. Oh nein. Die coole Knarre ist weg. Ich weiß gar nicht, was sie kann. Badaboom. Cool, er ist das auf jeden Fall, aber. Das sieht schön stimmungsvoll aus irgendwie. Aber diese.
diese Schatten. Da muss ich mal kurz schauen, was das ist. Aktivität voraus! Bleib unten! Hm, ich schau mal ganz kurz. Ups, sorry, ich bin in die Sequenz reingelaufen. Ja, macht doch nichts. Mir macht das nichts. Ich glaube, der Sequenz ist das auch egal. Die Immortals handeln sehr profitabel mit Menschenfleisch. Sie verkaufen Menschen für jeden erdenklichen Zweck. Deshalb der Angriff auf das Elendsviertel. Was legen Sie ihm da an? Mit dem Halsband können Sie nicht weglaufen. Mit dem Halsband können Sie nicht weglaufen. Mit dem Halsband können Sie nicht weglaufen, das hast du richtig verstanden. Da denke ich spontan an den Film, den du heute Abend hattest. Ja. Ich muss irgendwie an, wie hieß denn mal der Film mit Rutger Hauer, Deadlock oder so, ne? Jo. Wo die diese Explosionshalsbände haben. War es Deadlock? Meine auch. Jo. Oh, da war es weg. Huch. Retten wir den Mistkerl doch. Upsala. Wir müssen in Deckung gehen. Los. Oh, wow. Oh, das ist so ein Multiraketenwerfer, den wir hier haben, Stefan. Awesome. Das ist ja mal, Ausschalten, schnell! Nimm den Schwarmwerfer! Ein Schwarmwerfer. Scheiße, ich lieg schon wieder am Boden. Und jetzt ist eine Granate direkt neben mir gelandet. Komm, mach den Mistkerl platt. Vielen Dank! Bin dabei. Kein Thema! Dem wird mir's zeigen. So, warte mal, wie sieht's denn hier aus mit meinem... Feindliche Granate! Scheiße. Ich gesagt, ich wollte noch die Tasten wechseln. Habe ich nicht gemacht. Meine Kybernetik-Fähigkeiten sind gerade total nutzlos. Der Typ, der auf diesem LKW steht, hält ganz schön was aus. Kann das sein? Granate. Jetzt hält er nichts mehr aus hier. Oh doch, jetzt wieder. Die Menschen legen gleich nochmal laden. Alles sicher. Okay. Das war ein verdammt harter Bursche. Daran zweifle ich nicht. Die Mortals kommen da draußen an quasi jede Waffe und Ausrüstung ran. Hast du Munition genommen? Wird immer verheerender. Nee, hier auf der Ladefläche des LKWs ist eine Munitionsbox. Und hier hinten auch, sehe ich gerade. Hier liegen überall noch welche rum. Da hinten ist auch noch eine. Ich kann leider nicht dahin zeigen. Brauchst du noch welche? Wir müssen hier weg. Im Moment bin ich ganz gut bedient. Alles gefühlt. Alles klar. Worauf wartest du? Bewegung. Wir wollen ja nicht, dass uns die, dass die Munition hier ausgeht, ne? Hier ist, bist du schon hochgeklettert? Nee, noch nicht ganz. Hier ist ein Sammelgegenstand. Auf der anderen Seite der Theke. Eine Atemmaske. Mhm. Ich guck auch mal ganz kurz, ob ich hier noch was anderes finde. Festhalten! Munition. Wenn wir schon ein bisschen was mitnehmen können, dann nehmen wir was mit, ne? Ja, in dem Gebäude kommt man wahrscheinlich nicht hoch, ne? Bolzentreiber, jetzt! Gute Frage, ich glaube nicht. Rein, unten rein auf jeden Fall. Da ist nichts mehr, ne? Nee, hab nichts gesehen. Hm. Ach doch, hier kommt man noch hoch vielleicht. Ja, aber da kommst du nicht rein. Nee, da ist nichts. Und ich glaube, hier auf der anderen Seite ist auch nichts. Benutzt den Bolzentreiber! Ich glaube, wir sollen den Bolzentreiber benutzen, Stefan. Aber warte mal, hier kannst du noch in die, hier ist aber auch nichts in dem Gebäude. Ich hoffe, höher geht's ja über diesen Schutt nicht. Nö, okay. Ich glaube, jetzt sollten wir den Bolzentreiber benutzen.
Oh, starker Sturm. Wofür werfe ich nochmal genau den Bolzen? Um nicht weiter wegzurutschen. Okay. Mein Bolzenlimit ist aber fast erreicht. Egal. Grünes Licht für den Drohnenangriff. Aktiviert. Angriff. Merkwürdiger Sturm. Bitte? Merkwürdiger Sturm. Ja, irgendwie. Der Supersturm ist zu stark. Ach, das ist ein Supersturm. Scheiß drauf! Kane, wir gehen rein! Hendrix, Position halten! So. Wirklich ein sehr seltsamer Sturm gewesen. Die Wellen sind ein Problem! Halt den Bolzentreiber bereit! Wie kann man. Kannst du einfach da runterspringen? Jo. Ja, oh. Das ist irgendwie seltsam. Das spürt sich total seltsam an mit diesen Bolzen. Das spürt sich total seltsam und wann, wo sie eine Welle oder ein Sturm herkommt, ist auch so. Ja. Ja. Irgendwie will das nicht zum Rest dieser Mission oder zum Rest des Spiels bisher passen. Verstanden, Hendrix. Zeit, mit meiner Herrscher aufzureißen. Ich bin auch bereit, hier an mir. Oh, starke Welle entdeckt. Oh, eine starke Welle. Ups, da. Na? Also die Herausforderung bestand jetzt daran, immer im richtigen Moment, wenn es piept, auf F zu drücken. Ist das richtig? Ja, ich scheint aber auch so ganz gut zu klappen. Ja. Okay, wir können weiter. Hinter der Theke waren welche, hast du gesehen, ne? Jo. Waren. Warum habe ich den Explosivkanister auf der? Clever. Warte, ich gehe links rum. Und rechts drin? Ja. Okay, sauber. Schlimmer. Das Operationsgebiet ist bald nicht mehr passierbar. Was noch schlimmer? Oh, jetzt habe ich mich hier irgendwo im Klo verirrt. Die Sicht verschlechtert sich. Moment. Aktiviere den Taktikmodus, damit sie uns nicht überraschen können. Den Taktikmodus. Wie geht's nochmal? Gute Frage. Drei drücken. Drei drücken? Habe ich doch schon die ganze Zeit an. Ja. Oder eins. Nee. Eins ist nachtig, ne? Andere Formalansicht oder was das ist. Ja, genau. Ja, dann halt Taktikmodus. Von rechts kommen sie. Ja? Also dieser Schwarmraketenwerfer ist eigentlich ganz nice. Hey Simi, danke dir fürs Einschalten. Ups. Ups. Oh, oh, oh. Oh, snap. Oh, du bist runtergefallen. Ich bin angeschossen gewesen.
genau am Rand, wo du praktisch auf das Schiff gehen konntest. Ah. Ich hab mich hingelegt und bin dann gleich durchgeflogen. Ja, klar. Der Sturm wird schlimmer. Na gut, das passiert, Operationsgebiet, ne? Ist bald nicht mehr passiert. Also hier ist auf jeden Fall Munition auf diesem Truck. Eine unerschöpfliche Munitionskiste. Maximum Crate. Die Sicht verschlechtert sich. Aktiviere den Taktikmodus, damit sie uns nicht überraschen können. Eigentlich müsste man doch auf diesen Truck können. Oh, nee, warte mal, der Truck ist abgesoffen, oder? Schade. Der hat ja ein schönes, fettes Geschütz hinten drauf. Jo. Naja. Warte, Raketenwerfer. Also, mega ist der auch nicht. Irgendwie knall ich unsere Gegner und unseren Kollegen Hendrix hier immer so nach dem Motto: einen für dich, eine Kugel für mich, eine Kugel für dich, eine für mich. Also, ich hatte gerade echt Probleme, die Gegner zu ordentlich anzuvisieren. Aber jetzt geht's. Mit dem Seegang, okay. Meinst du? Ja. Kane, wir haben die Fracht erreicht. Was jetzt? Du musst dich verbinden. Ich benutze dein DNI zum Extrahieren und Löschen der Daten. So was geht? Dein DNI nutzt unsere zentrale Datenbank. Alles wird erfasst und verfolgt. Okay. Pack das hier mal an, was? Genau, pack es mal an. Und was schief geht, bist du gewesen, von daher. Der Sturm wird schlimmer. Der Tanker scheint sich vom Wellenbrecher zu lösen. Verstanden. Danke, Kane. Ich nehme das obere Deck, du das untere. Bereit? Da ist der Vorteil. Bereit, wenn du bereit bist. Warte mal, warte mal. Ja, ist zu spät. Okay. Nee, ich muss auch noch hier auf Dings drücken. Ah, okay. Ein Hoch auf Raketenwerfer. Der Sturm ist da! Ups! Achtung! Wir das doch besten lassen wie Balsaholz. Spring auf das Boot. Los jetzt! Alter, was ist das denn für ein Sturm? Mal jetzt erstmal ein Bier drauf trinken, bevor wir kommen. Jo, cheers, ne? Cheers, Stefan. Steigen wir aus. Ja, die Hafenrundfahrt habe ich mir anders vorgestellt. Mehr Rundfahrt, weniger Hafen. Nice. So. Tauchmission. Kane, wir nähern uns der Kommandozentrale. Melden uns wieder, wenn wir aufgeräumt haben. Macht besser schnell. Wir erhalten schon Berichte, dass die CDP präzise Informationen zu den Schwächen unserer verbündeten Truppen hat. Ah, ich glaube, hier haben wir jetzt auch so ein bisschen Potenzial, was man noch so finden könnte. Ja, ich sehe schon was. Verstanden. Okay. Ah ja. Aber ich komme noch nicht dran. Ein Kinderspielzeug. Oh, wie bist du da rangekommen? Hier die Scheibe durch. Oh. Ach, okay. Nicht gesehen, dass die Scheibe offen ist. Well, well. Merci. Ich wollte nur mal gucken, ob man auch unter Wasser ballern kann. Kann man. Ach, man kann die Scheibe zerschießen. Nee. Witzig. Ich muss von mir irgendwie noch die Tasten für auf- und abtauchen oder hoch- und runterfliegen ändern. Das ist nämlich hoch ist die Leertaste, aber runter ist bei mir die Null. Also und ehrlich gesagt mache ich die ausschließlich über die Maussteuerung. Echt? Ja gut, aber wenn du zum Beispiel diese fliegenden Drohnen steuerst. Achso, ja. Das ist auch so eine Sache, wo ich mich gerne mal dran vergesse. Oh, wir können die Ausrüstung wechseln.
Aber in was? In das Ding hier? Oh, ist auch nicht schlecht. Du bist mit deiner Ausrüstung offenbar zufrieden? Ich guck grad. Ach, du bist da auch. Sorry, ich hab dich jetzt hier mit Hendrix verwechselt. Aber modifizieren kannst du es jetzt nicht mehr, ne? Nee. Ich hab jetzt mal ein Scharfschützengewehr gegründet hier. Auch nicht schlecht. Also ich bleib jetzt, glaube ich, doch beim XR2. Das sieht doch ziemlich sexy aus. Nein, Hendrix kann ich definitiv nicht erschießen. Schade. Leise, ich sehe euch. Markiere die Ziele. Schicke denen die Glühwürmchen. Ich kann keine Glühwürmchen schicken. Ich kann nur Raketen werfen. So zum Beispiel. Ich kann jetzt gerade auch nur Systemlähmung und auch einen Patientausfall. Wahrscheinlich, weil wir keine Glühwürmchen mitgenommen haben. Ach so, er hat Glühwürmchen benutzt. Okay, dann habe ich ihm nicht richtig zugehört, mal wieder. Passiert. Oh, direkt vor deiner Nase ist einer. Ah, Granate von hinten. Shit. Ich gehe nach oben. Oh, oh. Was denn? Ah, eine Granate kam angeflogen. Ich sah sie noch fliegen, konnte sie aber wegwerfen. Geh in den ersten Stock. Nimm Splittergranaten. Snap. Ist aber nett, dass sie die schön seitlich halten. Da kann man immer noch auf die Köpfe schießen. Oh, das hatten sie bei mir nicht gemacht. Glück gehabt. Ist hier noch jemand? Ja, ich. Ja, ich. Bam. Yes. Haben wir gut gemacht. Oh. Von vorne. Einer ist links neben der Kiste. Achtung, lauf mal zurück, bitte. Ja, ich habe nämlich die Granate gerade zurückgeworfen, die mir entgegengeflogen kam. Ich dachte, ich mache noch ein bisschen den Pistol Hero hier. Ja, war auch clever gedacht. Aber halt in dem Moment kam die Granate angeflogen. Ja, man kann man hier noch weiter hoch? Kane, wir beenden unsere Patrouille. Ja, ich wollte aber auch gerade hochgehen. Kriegsherr, in Deckung! Zurück! Hendrix, alles okay? Ja, ich hab ihn! Was zum Teufel? Wer schießt da? Kann ja nur Taylor sein. Nee, doch nicht. Alles okay da hinten? Agent Kane? Ich hatte doch gesagt, oben bleiben. Schien, als würde dir Hilfe brauchen. Und ihr wart so laut, dass sich jeder 54 IFU-Soldat nur zu gern um euch gekümmert hat. Stefan, du siehst jetzt in der Zwischensequenz deine Spielfigur neben Hendrix stehen, oder? Schalten wir ihre Kommunikation aus, bevor sie es bemerkt. Aber allerdings ziemlich schlecht texturiert gerade. Oh. Der Einzige, der gut texturiert ist, ist Hendrix. Ja, wie gesagt, ich glaube, es liegt so ein bisschen... Ich habe ja auch gerade ein Problem mit dem mit den Schatten. Ja. Ich glaube, da muss noch ein bisschen was gepatcht werden. Abgeregelt. Oh, wenn ich das... Sie leiten ihre Kommunikation über ein zweites Relais. Ja? Kannst du das ordnen? Eine Sekunde noch. Ich hab's. Aber bei Treyarch mache ich mir da im Grunde keine Sorgen.
Wir treffen uns bei der Geheimstation. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie da noch dran arbeiten werden. Bewegung. Das denke ich allerdings auch. Das Spiel hat ja Potenzial. Also, ja. Sollten sie nicht versauen. Ich kann mir auch nicht vorstellen. Wobei man dazu sagen muss, Black Ops 1 hatte damals auch anfangs starke Probleme, haben sie aber auch nicht richtig gekriegt. Was tun wir, wenn wir die Geheimstation erreichen? Zuschlagen und ausräumen. Euer DNI macht euch Jungs zu wandelnden Datenträgern. Wir laden euch sämtliche Daten hoch und löschen dann alles. Was ist mit möglichen Überlebenden? Beweg deinen Arsch, du altes Solid State Drive. Was gehört? Wurde die Station von der dominanten Militärkraft in dieser Region geplündert. Wahrscheinlich... Aber mal eine kurze Frage, warum machen wir das gerade hier eigentlich? Kane, nähern ja. uns dem Kommunikationsrelais. Okay. Es ist schwer verteidigt. Hm. Das ist noch so das kleine Call of Duty-Problem, das ich schon immer hatte. Irgendwie so in der Mitte der Mission habe ich vergessen, warum ich das überhaupt mache. Aber es ist cool. Warte. Oder mal ehrlich, ein Call of Duty zieht sich immer durch eine Geschichte durch und da heißt es Spring. Das warst du nicht drauf wie weit, sondern legt einfach los. Das stimmt natürlich. Was das nicht heißen soll, dass die Geschichte schlecht ist. Also das, was man so zwischendurch mitbekommt, ist gar nicht mal so übel. Aber warum wir konkret jetzt hier in dieser Mission sind, habe ich irgendwie vergessen. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir den Part vorhin ein bisschen verquasselt haben. Ja, das kann sein. Achtung, Druiden. Okay, einer weniger. Oh. Oh, ein paar mehr. Achtung, du läufst in meine Granate rein. Ach, Druiden von hinten. Ach du Scheiße. Ich lieg am Boden, Schiffern. Achtung, hier sind zwei. Einer. Die hatte ich nicht gesehen, dass plötzlich welche von hinten kamen. Komisch. Danke dir. Kein Thema. Komm, jetzt darfst du mal das Knöpfchen drücken. Ja, soll ich das kaputt machen? Mhm. Das sieht nämlich schon so aus. Oh, ich hab's kaputt gemacht. Das war's abgebrochen. Das Relais ausschalten! Die Penner dürfen nicht mehr miteinander reden. Kane, die Kommunikation wird ausgeschaltet. Wo bist du? Ich check die Geheimstation. Sie ist voller 54 Immortals. Sende neue Koordinaten auf euer HUD. Ja, ich sehe auch gerade meine, die Textur meines Anzugs ist total niedrig aufgelöst. Aber die Knarren sehen wieder gut aus. Das ist halt wichtig. Es könnte jeden Moment alles einstürzen. Ist mir übrigens bei Dings aufgefallen, bei dem Videovergleich zwischen der 360 und der Xbox One. Auch wenn die Maps richtig scheiße aussahen, die Knarrenmodelle waren immer noch ziemlich gut. Komisch. Vorsicht! Auf dem Grabstein soll doch nicht Scheiß Sturm stehen, oder? Ich glaube, das wird nur auf dem Grabstein stehen, wenn der Sturm stirbt. Oder nicht? Auf dem Grabstein wird stehen, ich kiff auf deinen Kadaver und los geht's. Glaub nicht, dass hier noch wer lebt. Allerdings, wer sagt denn, dass wir irgendwann mal sterben? Ja, eben. Also ich verlasse mich da ganz auf Doc Brown, ne? Auch wenn das mit dem hier Erfrischungskur ein bisschen spät dran wäre jetzt. Wir können nicht sterben. Hier sind zwei Bros unterwegs, ja? Genau. Sie sind immer noch da und wollen alles mitnehmen, bevor der Sturm noch heftiger zuschlägt. Was sollen wir tun? Greifen Sie an, bevor der Sturm kommt. Was nimmst du für eine Waffe mit? Ich guck gerade auch nach den Kerzen nochmal. Kommen wir nur mal ein Maschinengewehr. Ja, ich glaube, wir können uns jetzt sogar für zwei verschiedene Wege entscheiden. Einer rechts, einer links.
Können wir machen. Dann machen wir es so. Na dann. Ich bin gerade schon mal rechts und fangen dann hier an. Auf dein Kommando. Okay. Auf geht's. Okay, los geht's. Gut. Und geht. Juhu! Ach, das war noch kein. Das war noch nicht dein Go. Achso, sorry. Der Scharfschütze konnte mich jetzt irgendwie gar nicht richtig anvisieren. Feindlicher Kriegsherr! Sein Problem. Verstärkungen auf der Straße! Ach, der kommt von hinter mir. Okay. Das ist natürlich nicht so schön. Aber da habe ich keinen Anschluss drauf. Ich bin gerade down. Scheiße, ich auch. Das ist ärgerlich mit dem Stream. Der Stream läuft nicht so gut. Okay. Ich kann den ja noch mal kurz starten, Moment mal. Dann stelle ich mal kurz was um und dann passt das. Kleinen Moment. Ich starte den Stream eben kurz neu. Mhm.